Hast du manchmal Selbstzweifel an deiner Attraktivität? Das ist ganz normal und es geht vielen Leuten ab und zu so. Selbst ist man einfach immer am kritischsten und entdeckt jeden noch so kleinen Makel am eigenen Körper. Doch nur weil du dich manchmal nicht attraktiv findest, bedeutet das nicht, dass es auch andere nicht tun. Vielleicht bist du gerade mit allem unzufrieden, während du für jemand anderen die schönste Person der Welt bist. Damit du herausfinden kannst, ob das so ist, haben wir hier 5 Anzeichen für dich, dass du attraktiver wirkst, als du glaubst. Bist du bereit? Los geht's! Erstens, du ziehst viele Blicke auf dich. Vielleicht glaubst du manchmal, dass Leute dich anschauen, weil du unattraktiv bist. Das Gegenteil könnte wahr sein. Sie bewundern dich und können ihre Blicke nicht von dir abwenden. Gerade wenn du öfters angestarrt wirst, ist das sogar sehr wahrscheinlich. Zweitens, aber nur wenige sprechen dich an. Leute schauen dich an, kommen aber nicht auf dich zu. Je attraktiver eine Person ist, desto seltener wird sie auch oft angesprochen. Die Angst vor Zurückweisung ist dann umso größer. Während du vielleicht denkst, dass dich niemand attraktiv findet, bist du in Wahrheit so attraktiv, dass Leute sich überwinden müssen, zu dir zu kommen. Ein Lächeln oder längerer Blickkontakt kann da oftmals Wunder wirken. Drittens, Menschen sind nervös in deiner Nähe. Hast du das Gefühl, dass sich andere in deiner Nähe komisch verhalten? Wirken Leute manchmal etwas überrascht und geschockt, wenn du sie ansprichst? Dann erwarten sie vielleicht nicht, dass eine so attraktive Person wie du überhaupt mit ihnen reden will. Gerade wenn dich jemand sehr hübsch findet, ist es für diese Person schwierig, in deiner Nähe cool zu bleiben. Das könnte manchmal vielleicht wie Desinteresse wirken. Das Gegenteil ist aber zutreffend. Viertens, du bekommst wenige Komplimente. Du bekommst wenig oder keine Komplimente und glaubst, dass du daher unattraktiv bist? Vielleicht bist du einfach so offensichtlich attraktiv, dass niemand glaubt, es dir auch noch sagen zu müssen. Leute glauben vielleicht auch, dass du sowieso andauernd Komplimente bekommst und sie sich damit nicht bei dir beliebt machen können. Ehrfurcht vor deiner Schönheit kann somit auch zu wenigen Komplimenten führen. Fünftens, Leute wollen dich beeindrucken. Du kommst öfters in Situationen, in denen dich andere Menschen ganz offensichtlich beeindrucken wollen, vielleicht durch ihr Aussehen, ihre Luxusgüter oder ihre Verhaltensweisen. Dann kann es gut sein, dass sie dir einfach gefallen wollen. Auch angeben in deiner Nähe kann ein Zeichen dafür sein, selbst dann, wenn es nicht direkt an dich gerichtet ist. Den Leuten ist aber dennoch wichtig, dass du es mitbekommst. Wie attraktiv findest du dich selbst? Hast du auch manchmal Selbstzweifel an dir und deinem Körper? Wie gehst du damit um? Und bist du öfters in den von uns genannten Situationen? Antworte uns in den Kommentaren, abonniere unseren Kanal und aktiviere unbedingt die Glocke, damit du keines unserer Videos mehr verpasst. Hier bei uns findest du täglich neue, aufregende Schrittanleitungen. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag.